Eine kleine Geschichte aus dem Leben der blutrünstigen Piraten, die die südlichen Meere terrorisierten. Ein Bericht über die Freibeuter, die spanische Vorherrschaft, die Jolly Roger, goldene Galeonen, verblichene Schädel, vergrabene Schätze und Plankenlauf, Dolche und Entermesser, flüchtende Schiffe, Entführung und verzweifelte Männer. Und natürlich, selbst in diesen düsteren Zeiten, die Liebe. Es war für Piraten normal, gegen alles gnadenlos zu sein. Die Schiffe wurden geplündert, die Gefangenen gefesselt und dann wurden die Schiffe gesprengt und versenkt. Schöner Stein. Nun bringt mir endlich die anderen ran. Saufen! Nein, bitte, tut uns das so, nicht an! Und jetzt zu euch! Nein, habt ihr Wahl! Ihr habt den Dreckspfande! Ihr lebt das und sauft auf mein Wohl! Du, das sind dieses Boot! Und du da, pass auf! Beste alte Tratüte, weißt du das? Teufel auf! Los, hier vorne, Mann, bewegt euch! Bewegt euch! Wenn ihr so weitermacht, seht ihr keinen Penny. Hey, los hierher! Danke! Hey, ihr da hinten! Komm, runter mit dem Kram! Bei euch! Los, los! Ja, danke! Macht schon! Einer geht runter in die Pulverkammer! Los! Von eurer christlichen Seefahrt. Mach sie ordentlich fest. Schmort in der Hölle. Muggles, komm hierher. Dieser Schweinebraten hat doch tatsächlich seinen Ring verschluckt. Ja. Ich will keine Luft mehr. Hol ihn! Schlitz ihn auf! Dann ist das fest. Nein! Na also. Etwas Pulver hierher! Sofort! Und du verdammt nochmal auf! Das kannst du nicht machen! Das kannst du nicht machen! Das kannst du nicht machen! Das ist genug! Ab in die Boote! Ich habe gesagt, ab in die Boote! Los! Schluss jetzt! Mach die Leine los! Du setz dich hin! Los jetzt! Muss ich euch alles doppelt erklären? Genießt eure letzten Minuten. Nein! Nein!
ihr verdammter Bande! Jeder auf seinen Posten! Du! Du! Darüber! Alles ein Auge an! Na los! Ihr macht mich verrückt! Na los! Beeilung! Kann doch nicht ewig sein! Los, los, los! Wir haben es gleich geschafft, Vater. Es ist ja gut. Ich bin so müde, mein Sohn. Ich bin haltet so durch, Vater. Fürchterlich müde. Alles wird gut. Und hier, meine Damen, noch ein brandneuer Brustharnisch. Gut gegen Bauch und Bruststiche. Wer will ihn haben? Ja, ich doch nicht! Wer soll ihn haben? Ja. Gib mir mal einen Anzug. Hey, der Mann aus der königlichen Kleiderkammer. Ich glaube, da ist ein Tier drin. Ich weiß, was das ist. Ich habe etwa Angst. Pass mal auf. Warte, die alten Schwachköpfe. Ich werde mal gucken, ob da wirklich ein Seeteufel drin ist. Der Idiot. Scheiße! Ich weiß nicht, was daran so lustig ist. Es ist natürlich nur ein Affen. Warte, ich werde ihn rausholen. Ja, mach endlich die blöde Kiste aus. Ja. Hey, ich will ihn haben. Nein, es ist meiner. Nein, ich bin der Rötigste. Ich will ihn haben. Hier. Das ist mein Affen. Ich bin Grundschaffner. Ich habe den Affen aus der Kiste geholt. Ich habe eine Idee. Was haltet ihr davon, wenn wir um den Affen spielen? So machen wir es. Nicht, dass er gegen mich keine Chance hat, oder? Aber bin ich überhaupt nicht damit einverstanden. Ich habe ihn rausgeholt. Ich. Du altes Rindvieh, du suchst doch nur schon wieder Streit. Ich streit? Ich streite mich nicht, ich steche. Halte das Maul, ihr zwei, wir spielen um den Affen. Ruhig, wer den kürzesten sieht, bekommt das den ist Affen. Wirklich halt! Fair. Und wer garantiert, dass du nicht mogelst? Ich kenne mal das. Ich kenne dich genau, wie du mogelst. Ich lasse mich davon dir nicht betrügen. Die Dinge hier los. Damit du es noch weißt. Und ich habe eine ewige Beziehung genossen. Ich traue dich da nicht mit. Keine 5 Penny. Vielleicht hat er verdammt noch mal recht. Du mogelst sowieso die ganze Zeit. Du, ihr Opfer, meines Vaters, meiner Mutter und meiner unehelichen Kinder. Ja, ich hab ihn. Ihr seht her, ich hab den kurzen. Ich hab den Affen gewonnen. Sauf noch ein bisschen was. Du brauchst Kraft. Wir müssen das Gold nachher noch verstecken. Die beiden Säckchen habe ich noch in den Kleiderkisten gefunden. Meinst du, wir haben jetzt alles beisammen? Gierige Schwein, ich stech dich ab! Nein, nein, lass ihn noch am Leben. Wir nehmen ihn nachher mit zur Insel. Sehen wir weiter. Und die anderen würden sich auch aufregen. Kümmer dich darum, dass eins der Boote klar gemacht wird. Und wenn du was vom Gold erzählst, dann mach ich dich kalt, verstanden? Ich sterbe. Nimm das, mein Sohn. Ihr Verfluchten! Thank you.
wird's bald. Ich bin gleich fertig. Na, hoffentlich. Du kommst nachher mit zur Insel. Er weiß auch zu viel. Los, trag die Truhe mit zum Boot. Hi, Captain. Das tue ich doch gern. Also los. Bis auf die letzten Säckchen ist alles gezählt. Ich verlass mich auf dich. Schnapp dir eine Muskete, du kommst auch mit. Her. Das ist eine schöne Robe. Schön, ich denke schon. Ja, na, dann sei ein bisschen groß. Ja, die Dummköpfe haben ihren Spaß. Bring die Kiste an Land. Von den Bäumen aus wird gemessen da hinten. Die drei und der Krumme. Weiter, weiter, ihr faules Pack. Stellt sie dahin. Du! Bring mir den Plan. Hier, Captain. Von hier aus müssen wir noch ungefähr 2 Meter abziehen. Meinst du, das weiß ich nicht? Nein. Dann 4 große Schritte darüber. Jedenfalls von da hinten aus gesehen müsste es so gehen. Eins, zwei, drei, vier. Hier müsste es ungefähr sein. Probier mal. Nein, nein, hier ist es nicht. Vielleicht waren die Schritte zu groß. Probier's mal hier. Na, ist da was? Nein, nein, auch nichts. Versuch's hier. Na also, wir haben's gefunden, Captain. Ja gut, lass ihn graben. Halt das. Na los, nun fang schon an. Endlich ist ein Holzbein mal von Nutzen, was, mein Junge? Endlich. Vater, ich schwöre feierlich. Mein Teufel, nun schipp schon! Oder bist du zu dämlich zum Graben? Na los, Beeilung! Das ist sie doch schon! Na los, hol sie raus! Stell sie da ab. Mach sie auf. Ihr zwei könnt euch bereit machen. Na, wird das bald. Mach schon. Es ist noch alles da. Ihr, Captain. Gib ihn rüber. So, ihr Faulpelze, jetzt kriegt ihr mal was zu tun. Ran hier. Kommt. Ihr wisst Bescheid. Bringt ihn runter. Los! Luft anhalten, nicht vergessen! Schwöre feierlich, dass ich eure Mörder ihrer gerechten Strafe zuführen werde. Oh, und jetzt raus aus diesem Loch. Kalt hier. Seid ihr ja endlich. Wo ist der Schlüssel?
Gib her! Habt ihr abgeschlossen? Ja. Sie alle wissen zu viel. Eins, zwei, drei, vier, fünf Leute. Wir werden sie umlegen. Und kein Wort darüber. Hast du das auch kapiert? Auf geht's. Ich nehme Krüppel und Steuermann. Gut, dann knall ich die anderen nieder. Guten Tag, die Herrschaften. Nun mal nicht so ängstlich. Ihr seid doch Piraten, oder nicht? Fürchtet ihr euch etwa vor einem einzigen Mann? Ho! Ich wäre gern einer von euch. Wie seht ihr das? Wer bist du? Wer ist der Stärkste von euch? Schön. Wahnsinniger. Nun komm schon. Weg hinter mir. Der Kapitän besiegt! Das gibt's doch nicht! Ein Teufelskerl! Das war ein unglaublicher Streich in einem fairen Kampf! Ich hab's noch nie gesehen. Hast du schon mal sowas gesehen? Du hast ihn richtig ausgetrickst! So einen ausgefuchsten Kerl wie ihn können wir gut gebrauchen!
Also, ich bin dafür, dass er bei uns mitmacht. Du sollst einer von uns sein. Hey, und was sagst du dazu? Ja, ein guter Mann. Was ist los mit dir? Komm mit, ihr müsst euch nur kennenlernen. Dieser Bursche ist ein Pfundskerl. So einen wie ihn können wir gut gebrauchen. Schau ihn dir doch nur mal an. Ob nun mal langsam. Kämpfer. Das reicht bloß nicht. Was? Das nächste Schiff, das ihr kapern wollt, nehme ich allein. Gleich ist er dran. Wollen wir sehen, was der Bursche jetzt zustande bringt. Er ist verrückt. Ich glaube, damit hat er recht. Das glaube ich auch. Sind die Kanonen jetzt feuerbereit? Ich bin wirklich gespannt, wie er das anstellen will. Der Bursche. Bist du verrückt, die Kanone abzufeuern? Du bringst ihn in Gefahr. Wir haben eine Absprache, klar? Lächerlich. Wenn er es nicht schafft, können wir sie immer noch kapern. Er soll seine Chance haben. Jetzt wird nicht geschossen. Das musst du durchführen, oder? Er kriegt seine Chance. Da liege ich doch nicht falsch. Er hat sie verdient. Frische Fische! Wir brauchen nichts. Jeder braucht frischen Fisch. Hier, komm her. Nimm einen. Gute Fahrt. Hoffentlich kommt bald mehr Wind auf. Ja, es ist wie verhext. Verdammter Ruder klemmt. Wir treiben auf die Küste zu. Geh und melde es dem Kapitän. Den ersten hat er schon. So, mein Junge, und das Mützchen, damit du nicht frierst. Nimm's nicht so schwer. Thank you.
ist der Rest der Wache? Sag schon! Unter Deck! Bis jetzt macht das gut. Hilfe! Du bist verrückt und kannst mich doch hier nicht so hängen lassen. Hey, komm da sofort runter! Was geht hier vor? Seemänner, nehmt die Arme hoch und ergebt euch, wenn euch euer Leben lieb ist. Na jetzt bald! Ja. Wir können nichts tun! Na also, wer sagt's denn? Ja. Schön die Hände oben lassen, verstanden? Na los, alle an Deck! Hey, wer nicht mitmacht, bekommt eine schöne Ladung verpasst. Also tut, was ich sage. Was zum Teufel hat der verdammte Kerl vor? Alle rüber da! Er hat's wahrhaftig geschafft. Wasser, Säuer, Finn! Hört ihr aus der Fest eigentlich auch noch irgendwas anderes? Hey, passt auf, dass ihr die Bunde nicht überladet! Ihr könnt doch einiges in die andere packen! Hört ihr? Pass auf, dass du nicht einschläfst und mach, dass die Sachen da rüberkommen! Ja! Hier, Milady, trinkt das. Das wird euch beruhigen. Das ist lustig. Bringt das wir, das können wir. Was glaubt ihr, was jetzt passiert? Ich mach das jeden Tag. Jeden Tag mach ich das. Und jetzt seid ihr dran. Kommt alle her und hört mir zu! Hört auf zu plündern und versammelt euch! Und ihr, ihr Piraten da unten, euch meine ich auch! Kommt alle her und hört, was ich zu sagen habe!
Ihr da, kommt herunter! Ich habe euch Wichtiges zu sagen. Hört alle her! Ihr alle, die ihr das Gold liebt, versammelt euch! Heraus aus euren Löchern, ihr gierigen Ratten! Heraus aus den Wanden! Ich werde euch alle reich machen! Mann und Teppich. Na los! Denn ihr wollt doch eure Beutel mit Gold füllen. Oder etwa nicht? Ich habe einen Plan, mit dem es gelingt. Wir haben dieses riesige Schiff in unsere Gewalt gebracht. Und nichts daran ist zerstört. Könnt ihr euch vorstellen, welch unermesslichen Wert in Gold dieses Schiff hat? Und wie viel größer unsere Beute wäre, wenn wir nicht nur die Ladung, die kostbaren Stoffe, den Tabak und den Rum verschachern, sondern das gesamte Schiff. Für jeden von euch würde das bedeuten. Wo bist du denn, mein Täubchen? Ah, halt die Klappe! Lass mich aber in Ruhe! Mach dich weg, meine Schachtel! Hilfe! Zu Hilfe! Los, wohin deswegen ist so schnell, mein Handy? Ich hab sie gefunden. Aufhören! Schluss! Wir verlieren den größten Teil der Beute, wenn wir es sprengen. Das ist endgültig Schluss. Jeder von euch wird seinen gerechten Anteil bekommen. Lasst uns richtig fette Beute machen. Ihr seid doch Piraten. Hier, mein Junge, kurz mein Ding. Du bist ein braver Kerl. Der Bursch hat vollkommen recht. Wir wollen Gold. Wir wollen reich sein. Wir sollten auf ihn hören. Das ist ungerecht. So, es kann losgehen. Geh mal weg da. Wer den kurzen zieht, kriegt sie ohne meine Arme. Wähle nur einen. Habt ihr sie? Wir müssen alle gleichzeitig ziehen. Los. Wer hat ihn? Du Schurke! Stellt euch vor, 50 Pfund für jeden Mann! Hey! Was denn? Wie kommen wir ans Gold? So einer wie er wird das machen! Ich will sie haben! Ich habe sie gefunden! Sie ist meine Beute! Bitte verschont mich, Herr! Sie ist unser Pfand. Seht, sie trägt das Amulett einer Prinzessin. Es erscheint mir wie ein Trick. Ich weiß auch nicht. Sie als Faustpfand und der Streich gelingt. Eine Prinzessin ist kostbarer als alles Gold der Welt. Wir werden alle reich. Das könnt ihr mir ruhig glauben, Leute. Ein guter Mann. Das ist wohl wahr. Aber hört auf mich. Er wird der Standkapitän, wenn ihm das Geschäft gelingt. Wenn es ihm auch diesmal gelingt, dann soll er unser Anführer sein. Dann hat er es verdient. Denn er ist clever und mutig wie kein anderer. Übereinkunft. Wenn das Lösegeld bis morgen Mittag eingeht, wird die Prinzessin gesund und unversehrt getauscht werden können. Wenn hingegen Schiffe und Soldaten gegen uns geführt werden sollten, werden wir die Prinzessin töten und ins Meer werfen.
Hey. Da. Du auch. Unterschreib. Genau hier. Setz deinen Namen auch darunter. So, so ist es in Ordnung. Kann er lesen? Dann geht's. Seid ihr mit dem Brief so einverstanden? Kann ich denn etwas anderes sein? Bring sie runter. Aber fessle sie nicht. Ja, kommt bitte mit mir, Sir. Kommt bitte. Höre, du wirst das Schiff sprengen, heute Nacht. Hier. Ja! Nun geh. Wir können uns nur fühlen. Sieh sie dir an. Hey. Lass mich. Hey, du, tu nicht gut. Was? Geh, hilf den anderen. Geh rüber und versteck dich unter Deck. Schnell. Ich verlasse mich auf dich. Hier, seht. Wo habt ihr diesen Ring her? Von oben. Dieser Pirat. Er hat ihn heruntergeworfen. Zeigt diesen Ring dem Gouverneur. Er soll uns ein Kommando meiner besten Soldaten entgegenschicken. Die Prinzessin wird heute Nacht an Land gebracht. Er ist für sicher ein Edler. Ein wenig entspannen, Milady. Es lässt sich doch nichts ändern. Es
Es ist alles so schrecklich. Verstanden? Ja. Das Schiff wird bis morgen Mittag zurück sein. Ja. Sieh dir mal den Kerl da drüben an. Los, kommt mit! Das tut gut. Mein Gott. Oh, Schurke! Das war leider unvermeidlich. Entschuldigt, bitte. Er hat den Vertrag gebrochen. Dafür musste er sterben. Wie stehst du dazu? Ich schulde verbindlichsten Dank. Sie ist mein. Was? Ruhig. Sie gehört mir, wenn das Schiff bis morgen Mittag nicht zurückkehrt. Los, Leute! Wir müssen sie im Auge behalten. Gibt es Liebe auf den ersten Blick? Ich kenne eine solche Situation nicht. Warst du denn nie verliebt? Kennst du die Liebe gar nicht? Liebe? Ja. Ich war immer Pirat. Es tut mir leid. Du bist ein feiner Kerl. Du musst mir helfen, das Mädchen vor diesen widerlichen Barbaren zu retten. Willst du das tun? Willst du mir helfen? Ja, gut. Du bist ein Freund, ja. Gib ihr das. Das soll sie lesen. Schließen Sie die Tür. Thank you.
Ihr seid in ständiger Gefahr. Bitte richtet euch unbedingt nach meinen Anweisungen. Ich werde euch heute Nacht an Land bringen. Wer ist dieser Pirat? Wer ist dieser schwarze Pirat? Er ist ein Mann, der an die Liebe glaubt. So ist es wohl, Milady. So ist es wohl. Die Prinzessin wird heute Nacht an Land gebracht. Er versucht uns zu retten. Zum Teufel! Ich fahr zur Hölle! Auf!
wartet. Ich helfe euch ins Boot. Verräter! Kommt, wir müssen uns beeilen. Ihr riskiert euer Leben für mich. Für euch jederzeit. Warum tut ihr das? Der schwarze Pirat ist ein Verräter. Oh, dieser verdammte Hund. Er verdient den Tod. Mach schon los. Ihr seid so wunderschön. Beeilt euch, küssen könnt ihr später. Nun macht schon. Seht euch das an, ihr verdammte besoffene Bande! Der schwarze Pirat ist ein Verräter! Los, kommt alle! Das verdammte Schwein ist ein Verräter! Er bringt die Prinzessin von Bord! Los, kommt, kommt! Sagt, wer seid ihr? Wer seid ihr wirklich? Ein Pirat, der seine Liebe gefunden hat. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, yes. Mein Herz. Oh, verdammt. Seid ruhig. Seid ruhig. Sie haben uns gesehen. Beeilt euch. Schneller, so rudere doch schneller. Ich kann nicht schneller. Da, da sind sie. Los, komm, die holen wir uns. Was sollen wir jetzt machen? Schließ die Tür auf. Hey, sie kommen. Nimm deine Pistole und halt mich in Schach. Jetzt wird's ernst. Lass die Hände hier oben. Bleib schön, wo du bist, du Kanalier. Ja, wo soll ich denn hin? Runter da. So, ein Täubchen. Aus, vorbei mit dem Ausflug. Her mit dem Reden. Los, dreh die Jolle um. Jetzt geht's nach Hause. Ja. Her mit dem Messer. Bringt ihn weg. So. Was sollen wir jetzt mit dem Schweinehund machen? Wo wollen wir über ihn Licht halten? Ich wusste, wir können ihm nicht trauen. Schon als ich ihn das erste Mal sah, habe ich es gewusst. Er wollte meine Beute stehlen. Uns alle aufs Übelste betrügen. Wisst ihr was? Den Soldaten hätte er uns ausgeliefert. Er hätte unserer Geisel zur Flucht verholfen. Kein Guinea hätten wir gesehen. Wir wären am Galgen geendet. Die Sache liegt völlig klar. Er verdient die Strafe, die ein Verräter schon immer verdient hat. Ein Verräter muss ohne sterben. Gnade. Darüber stimmen wir ab. To do das, Harry. Ja, gut. Ich bin dafür, dass er lebt. Hat er eine zweite Chance verdient? Hey! Ja, auf die Planke mit ihm! Der Junge ist gar nicht so übel. Seewölfe, gemeinsam! Raus mit der Öding! Die Planke her, los! Ja, lass sie runter! Ja! Das wird ein Spaß! Der letzte Weg ist gelegt! Gutes Fischfutter! Also komm! Ab! Hey, du da, gib mir dein Halstuch. Es
Sie hat ihm den Dolch gegeben. Totenverräter! Habt ihr das Lass gesehen? Mal, ich mach das. Hey! Was treibt ihr beiden da? Seid ihr wahnsinnig? Er ist verurteilt. Entzückend, die zwei sind verliebt. Ja, wär ich auch gern. Ihr wollt doch nicht auch noch sterben. Nun beeilt euch, bevor es zu spät ist. Macht schon. Stellt euch auf! Ich will ein ordentliches Spalier sehen. Los! Du da, komm her mit deiner Trommel. Genug. Mach's fest. Ei, ei. Weg hinter mir! Achte auf den Schurken bis morgen Mittag. Hörst du? Fertig. Trommel! Herkommen! Männer, das ist so richtig nach meinem Geschmack. Da kommt er uns. Lass ihn los. Geh. Gute Reise. Mein Gott, das dürfen Sie doch nicht tun. Ich kenne auch den einen oder anderen Trick. Stirb der Hund. Gebt ihm eine Kugel. Hey, der ist unten. Das ist bei den Sieht so aus, als wäre der Fall erledigt. Ach, Milady, so sehr euer Kummer auch berechtigt ist. Ihr könnt den guten Mann nun nicht mehr retten. Ihr müsst euch fassen. Komm mit. Nun, mein Lass schöner Engel. Mich. Es ekelt mich vor euch. Ihr seid ein Mörder. Bald werdet ihr mein sein. Kommt, Milady, ich bringe euch in eure Kajüte. Das Leben geht unberechenbare Wege. Ihr solltet nicht verzweifeln. Setzt euch. Steig aus. Danke. Ja. Ich glaube, ich sollte jetzt besser gehen, ja?
Ich schließe euch vorsichtshalber ein. Hör zu, und sie bleibt eingeschlossen. Halte dich an den Vertrag. Ja, gut. Das war knapp. Ach, Mist. So eine Nacht ist ganz schön lang. Elend lang. Muss es schaffen.
ihr vergeblich von fetter Beute geträumt. Was zu länger warten wir denn noch? Noch eine Minute! Das richtige Wort. Ja, immer drei Minuten. Der hat es halt gehabt. Das hat wohl nichts mehr. Wir können auf jeden Fall. Na komm mal her! Komm ja noch rein! Ich wusste es von Anfang an. Geben wir ihm noch einen Moment. Es konnte nicht gelingen. Die Zeit ist um. Ja, okay. Schluss. Alles bleibt, wie es war. An die Arbeit. Ihr auch. Du, ab in die Wand. Zu, Kerl, gib ihnen noch 5 Minuten, noch eine kleine Chance. Sie ist eine Prinzessin. Was du kannst ein sie nicht Unsinn. Wie irgendein Weib behandeln, das geht nicht. Auch du hast ihr Respekt zu zollen. Ach, und überhaupt, dummes du solltest Weibergewiss. Dich benehmen wie ein Gentleman und nicht wie ein rasender Vergewaltiger. Halt die Klappe! Der Schlüssel. Schnell, meine Schöne. Uns wohl später amüsieren müssen. So. Wir sehen uns gleich wieder. Fast!
Wir müssen die Kanonen höher ausrichten. Los du, stell sie höher ein. Dann haben wir sie gleich. Los, Beeilung! Der schwarze Pirat greift uns an. Der schwarze Pirat? Na Gott sei Dank. Entert auf! Schnapp ihn! Er ist da. Der schwarze Pirat? Ja, aber kommt, ich muss euch verstecken. Nun kommt. Ja, aber können wir ihm denn nicht helfen? Ihr müsst ganz nach hinten durch. Ja, dort seid ihr sicher. Unseliger Ritter! Kommt! Ja, Holger! Was seid ihr? Da ist er! Jetzt geht's los! Scheiß, das war der Falsche! Verdammte Scheiße! Yeah!
Gouverneur sei gegrüßt. Soldaten, zur Ehre. Was geht Ihnen helfen? Ich grüße euch aufs Allerherzlichste. Ich bin euch zu tiefem Dank verpflichtet. Ihr habt dieses Pakt besiegt. Ich stehe tief in eurer Schuld, verehrter Graf. Was? Er ist ein Graf? Kein Halunke? Oh. Milady, ich bin so dankbar für eure Befreiung. Nun, macht uns bekannt! Was? Sie kennen sich nicht? Das ist ja geradezu ungewöhnlich. Ha! Sowas. Haben sich Ihre Gnaden denn nie bei Hof getroffen? Nun, dann wird es Zeit. Der Graf von Arnoldo. Milady, ich plane einen Überfall. Verzeiht mir. Ich bitte um eure Hand. Was sagt ihr? Ja, ich will. Ich reiche euch die Hand. Ha! So wartet doch. Ach ja. Tja, die jungen Leute. Hier. Karte und Schlüssel als Geschenk. Gute Idee? Ja, gute Idee. Psst. Aber wir wollen doch nicht stören. Ich gebe sie Ihnen gleich. Thank you.